Türchen Nummer 4 angekommen in dem Adventskalender und das wollen wir ja genau jetzt auspacken, zumindest in diesem Video. Und müssen wir das einfach machen? Ihr habt es gehört, wir packen es jetzt aus und dann werde ich euch dazu noch den passenden Trick zeigen. Wir gehen jetzt einfach mal hin. Und zwar, wir schauen mal, wo ist Türchen Nummer 4? Türchen Nummer 4 wird hier sein. Okay, das heißt, machen wir es einfach mal auf. Okay, und ich glaube, es ist ein Karteneffekt, wie ich hier sehe. Okay, ein Karteneffekt. Und was man mit diesem Kartentrick machen kann, zumindest mit diesem Karteneffekt, das zeige ich euch genau jetzt. So, der Zuschauer sieht hier, wir haben hier zwei Stapel und eine Vorhersage. Was wir jetzt einfach machen, ist Folgendes. Der Zuschauer darf sich für irgendeinen Stapel entscheiden. Es ist jetzt komplett freie Wahl. Ich kann das mit einem richtigen Zuschauer machen, das wäre jetzt auch blöd, weil, ne? Der Zuschauer wählt beispielsweise einfach mal diesen Stapel aus. Auf. Oder? Will er sich noch umschalten? Dann nimmt er den. Welchen will er jetzt nun nehmen? Welches will er sich umentscheiden? Sagen wir mal, er möchte sich umentscheiden. Das heißt, er nimmt den hier. Denn das hier sind 4 Karten. Das hier sind 7er. Okay? Die anderen Karten sind komplett alle random, ja? So. Sind alle random. Und ich habe hier natürlich eine Vorhersage. Das ist genau jetzt der Zettel. Ich habe den aus Versehen weggelegt. Aber hier steht der 7er Stapel. Und ihr habt ja auch den 7er Stapel ausgewählt. Und das ist der Trick für heute. Und ich fand den eigentlich ganz stabil für einen Kartentrick. Wenn man das Prinzip weiß, Digga, dann ist es einfach so. Damit habe ich mich verblüffen lassen. Damit? Mit so einem blöden Trick? Also. Das ist wirklich sehr cool. Und dann schaut auf jeden Fall morgen wieder vorbei, der 5. Und ja.